Hallo meine kleinen Bastelschlawiner, heute sind wir wieder da mit einem neuen Teil. Wie bearbeite ich meine Stanzteile? Dieses Mal geht es um diese zwei süßen Mädchen. Ich muss euch aber gleich sagen, eine davon, da gefällt mir die Frisur überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was sich da der Stanzenerfinder dabei gedacht hat. Aber ja, ich glaube, mit der fangen wir jetzt auch gleich mal an, damit ihr da gar nicht so lange warten müsst. Und ich habe aber noch was. Und zwar habe ich ja am 24.07. Geburtstag. Und ich habe mir gedacht, ich könnte ja mit meiner Community, also mit euch da draußen, so ein bisschen was zusammen machen. Und dann habe ich mir gedacht, wir könnten zum Thema Geburtstag, ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, Karten basteln, und die könnt ihr mir dann per Foto auf meine E-Mail-Adresse oder Instagram schicken, oder ihr könnt es mir auch zuschicken, müsst mir halt dann sagen, was für eine Adresse ihr braucht. Ich werde euch aber auch in den nächsten Wochen nochmal meinen Instagram-Name unten verlinken und auch meine E-Mail-Adresse. Und ja. Aber wenn jemand meine Adresse braucht, dann schreibt mir bitte eine E-Mail unter biankahirt@hotmail.de. Nee, Schmarrn. bianca.hirt@hotmail.de. Und dann schicke ich euch auch gerne meine Adresse. Dann könnt ihr mir die Karte zuschicken. Und mit diesen ganzen Karten, ob es jetzt ein Foto ist von einer Karte oder ein kleines Video von einer Karte oder die Karte selber in meiner Hand, ja, wollte ich dann am 24.07. ein kleines Video hochladen. Klar, werde auch ich eine Karte basteln, und dieses Video wird auch kommen, wenn nur eine Karte bei mir ankommt. Ja, also Thema ist Geburtstag, und Farben habe ich mir gedacht, lila. Egal ob hell oder dunkel, ich bin jetzt eher der Flieder-Typ, aber nicht jeder hat, nur weil die Bibi Flieder mag, Flieder zu Hause. Also ich mag auch dunkles Lila. Und ja, wenn jemand gar nicht Flieder mag, ich mag auch total gern die Farbe Apfelgrün. Also so ein ganz, ganz, ganz helles Obala. Jetzt bin ich mit dem Kopf gegen die Kamera gestoßen. Ganz, ganz, ganz helles Quietsche Apfelgrün. Ich habe jetzt gar nichts da. Nee. Aber ja, das mache ich auch ganz gerne. Aber hauptsächlich halt eben Thema Geburtstag und lila. Und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht weiter drum rum und fangen an mit unseren Prinzessinnen. Erst mit der einen. Viel Spaß! Thank you.
ist sie auch schon. Und ich zeige es euch mal von nah an. Also, ich habe mit dem Kleber gebartelt, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, weil die kriegt ja keiner, kommt ja in mein Aufbewahrungssystem. Ja, also ich weiß nicht, ich weiß es nicht, was derjenige sich bei dieser Frisur gedacht hat. Ja, ist vielleicht ganz süß mit dem Zopf, aber schon alleine, was ist das für eine Playmobil-Lego-Frisur da oben? Also verstehe ich nicht, aber ja, Geschmäcker sind ja verschieden und mit dem Zopf wertet es dann doch noch mal ein bisschen auf. Und bevor wir jetzt wieder lang rumreden, würde ich sagen, fangen wir gleich an mit der nächsten Maus. Let's go! Auch schon die zweite. Und zwar ist das diese hier. Ich finde sie zuckersüß. Ich finde die Mähne zuckersüß. Ich finde alles zuckersüß. Ich finde auch die andere zuckersüß, aber halt diesen oberen Schippel, der schaut aus wie meine Mama früher, die wo mir einen Topf aufgesetzt hat und außenrum meine Haare weggeschnitten hat und aus Kulanz mir vielleicht noch einen Zopf da gelassen hat. Ich rede schon wieder Müll, ich rede schon wieder Müll. Ja, genau, das ist diese süße Maus. Diese ist sie nicht süß. Wir brauchen wieder Namen dazu. Und das sind die zwei zusammen. Ja, sie sind schon ganz nett, oder? Oder nicht? Doch, ganz süße Mäuse. Genau, ich glaube, die Hände habe ich falsch rum gemacht, aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil auch wir können mal so machen, so. Oh, nein, das war die Merkel-Raute, die machen wir nicht. gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde euch jetzt die nächsten Videos öfter mal hier drauf ansprechen. Wir haben jetzt halt noch ein bisschen über einen Monat. Was haben wir denn heute? Ich glaube, den 22., oder? Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen Zeit bis zum 24. Also wie gesagt, ihr könnt mir die Karten per Post schicken, ihr könnt sie mir, ich habe überall noch Kleberreste. Ihr könnt sie mir per Post schicken, ihr könnt sie mir per E-Mail schicken, ihr könnt sie mir per Instagram schicken. Und wie gesagt, ich werde in den nächsten Videos auch alles verlinken. Ich weiß nicht, ob ich es bei diesem Video schon schaffe. Ich habe das jetzt schnell gedreht und müsste eigentlich gleich weiter. Ja, genau. Ich freue mich auf alle Fotos, Videos und Karten, die ich bekomme und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Hab euch lieb. Bussal!